Ich werde jetzt zum letzten Mal auf dieses Bike steigen. Ich habe mich entschieden, die XSR 700 zu verkaufen und ich weiß noch nicht, ob es eine echt dumme Entscheidung war. Geil. Ich glaube, ich werde den Zweizylinder-Sound echt vermissen. Das Ding klingt so Bombe. Aber naja, ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich spiele ja schon länger mit dem Gedanken. Naja. Und jetzt ist es soweit. Ich fahre das Bike jetzt zum Käufer. Der hatte letzte Woche Samstag, ist er vorbeigekommen, hat sich das Bike angeguckt und ja, fand es geil und hat gesagt, nehme ich. Und ich struggle jetzt mit meinem Leben, weil irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass das eine Fehlentscheidung war, das Bike zu verkaufen, weil ich finde es eigentlich immer noch geil. Übrigens seht ihr jetzt mal wieder den Originallack. Die Folierung habe ich halt abgemacht für ihn, außer vorne den Fender in Schwarz. Der sollte bleiben und ich hatte jetzt noch zwei so Sündesticker, also zwei Schlangen. Die habe ich an der Seite auch noch hängen gelassen, aber die kann man mit einem Handgriff abmachen. Also das ist nichts Aufwendiges. Falls er die nicht mag, kann man die natürlich sofort abmachen. Aber sonst fand ich es cool und habe die dran gelassen, ne? Weil die sind halt auch neutral. Sonst war ja überall so Mango Vision drauf und so. Und das ist halt eigentlich so, steht für sich, ne? Und ist halt ganz cool einfach. Ich habe echt Angst, dass das hier echt ein Griff ins Klo wird mit dem Verkaufen, weil ich das Bike ja eigentlich schon hart feier. Aber da kommt irgendwie mein Charakterzug wieder durch, dass ich irgendwie jedes Jahr mir ein neues Bike holen will. Ich weiß nicht, es ist einfach so ein Gefühl. Und ja, ich bin wieder dabei und hole mir wieder ein neues. Und heute wird es so sein, da nehme ich euch auch mit. Ich schaue mir eine XSR 900 an. Also quasi den Dreizylinder mit 116 PS. Fahre die auch Probe und teile euch nochmal ein bisschen mit, was da so abgeht. Die ist recht original. Ist eine schwarze von 2017, meine ich. Der Vorteil bei der XSR 900 als Dreizylinder ist eben, dass er im unteren Drehzahlbereich halt mehr Druck hat. Und das ist das, was mir eigentlich gefällt, weil ich will jetzt ja nicht auf Rennstrecke gehen, ich will Landstraße fahren und so weiter und da meinen Spaß haben. Ja? Und da ist der Punch im unteren Drehzahlbereich für mich wichtiger. Also ich stelle mich jetzt nicht mehr darauf ein, dass ich das Ding jetzt 1000 Jahre behalte, sondern vielleicht kommt mein Charakter wieder durch und ich habe es jetzt akzeptiert und sage, ey, XSR 900, CBR 1000, nächstes Jahr adieu, ja. Weil passt nicht, keine Ahnung, was auch immer. Von daher bin ich jetzt echt mega offen, was die Bike-Auswahl angeht. Ich hätte halt gern nur mehr Leistung. Es darf ein bisschen unbequemer sein und optisch muss es mich natürlich auf jeden Fall ansprechen, ja. Aber Fun-Faktor sollte auf der Landstraße gegeben sein, weil ich halt keine Zeit habe, um auf die Rennstrecke zu gehen. Sonst wäre Rennstrecke natürlich schon auch echt cool, dann würde ich mich schon viel eher für die CBR entscheiden. Aber ich sag mal so, Leute, Arbeit und so, also Rennstrecke, das packe ich nicht mit meinen ganzen anderen Hobbys noch. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht auch, ich mache noch ganz viel anderes Zeug. Und das ist einfach, also das kriege ich nicht geschissen. Alter, eine Husky. Junge, jetzt haben die ganzen Leute ihre Bikes rausgestellt, Mann. Geil. Die 701 ist auch sexy. Aber auch da muss ich sagen, nee, nicht so viel Bock. Weil Einzylinder auf Touren, nee. Weil ich habe Bock, dieses Jahr in die Alpen zu fahren und da ein bisschen zu ballern, sag ich mal, ne? Von daher, XSR wäre eigentlich an der Stelle geiler als eine CBR. Schön die Serpentinen da hoch und runter. Das fände ich halt wirklich sexy. Aber naja, ich habe es so aufgebaut. Ich fahre jetzt gerade die XSR 700 zur XSR 900. Da fahre ich die XSR 900 Probe. Und dann, wenn ich die Probe gefahren habe, fahre ich die XSR 700 wieder zum neuen Besitzer, ne? Dann wird die weggebracht und der neue Besitzer ist ein echt korrekter Dude. Vielleicht noch wichtig für euch, ihr könnt mir natürlich gerne auch schreiben, was ihr denkt, besser zu mir passen würde. Thema XSR 900 oder CBR 1000, ne, 1000 CBR. Folgendes, also preislich beides eigentlich gleich. Zumindest auf Kleinanzeigen haben die das für beide für so ziemlich denselben Preis reingestellt. So, Freunde, wir sind zurück. Ich stehe hier vor der XSR 900 und Digga, das ist ja mal so ein Schmuckstück, ja. Original Auspuff, hat aber schon ein paar kleine Änderungen bekommen. Hier einmal diese Blende, sehr schön.
Hier einmal kühler Grillschutz, auch sehr schön. Hier diese Barracuda Design Schützer, auch schön. Ich glaube, das ist, soweit ich weiß, das Original-Heck. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube. Und hier die Blinker, auch schöner gemacht. Achso, und die Hebel hier hat er auch gemacht, auch sehr schön. Und ich muss sagen, optisch, XSR 900, wow. Alter, Hingucker. Achso, genau, die Sitzbank, das ist nicht die originale, aber auch wirklich sehr schön. Also hat er sehr schön gemacht. Ansonsten, sie steht super gut da, hat nix, ja. Überall mal drauf geschaut, wie gesagt, 6000 Kilometer. Und ich würde sagen, wir steigen mal auf und fahren jetzt mal. Und ich muss jetzt schon sagen, ich bin jetzt wirklich nur bis 3.000, 4.000 Umdrehungen gefahren. Und Alter, die hat Bock. Die Karre hat richtig Bock. Und ich habe auch Bock. Vor allem, ich komme jetzt gerade ja von der XSR 700. Und direkt das Erste, was ich hier merke, wow, Fahrwerk deutlich straffer. Ist mir vorher nicht aufgefallen, als ich losgefahren bin. Sehr schön. Wir sind hier noch im Standardmodus, ja. Also das ist noch der Modus für die entspannteren. Ja. Oh ja, so gefällt mir das. Ja, fühlt sich schon viel besser an mit dem Schalten. Und ich muss sagen, also ich drehe hier nur bis 5000, ja, das ist nix. Und die hat richtig Laune. Boah, Bremsen tut die auch sehr gut. Alter, also echt, der Motor macht keine Mucken. Ich bin hier bei 2000 Umdrehungen, das ist ja schon sehr tief. Geil. Boah, geil. Fahren wir mal hier rechts raus. Also bremst du das Ding sehr gut. Schärfer als die 700er. Warte mal, er hat gesagt, an der Kirche links. Ich muss drehen. So, dann gucken wir mal direkt Wendigkeit. Wow. Oh ja, doch ein bisschen. Okay, gut. Ein bisschen üben, ne? Anderes Gewicht, ne? Wir haben hier, glaube ich, knapp 200 Kilo. Boah. Was sind denn das hier für Strecken, Alter? Junge, da wohnt hier ja Traum. Ja, oh, was ein Traum hier. Aber wir gehen das Ganze entspannt an. Boah. Junge. Geil. Boah, die hat Druck, Alter. Krank. Und vor allem, ich drehe die ja wirklich gar nicht aus. Also ich bin echt, ich drehe die bis 5000 Grad hier. Oder 4000 sogar nur. 4000 Umdrehungen und das ist... Ich muss mich aber, die ist ein bisschen, also die fährt sich schon anders als die 700er, das ist auf jeden Fall klar. Das Gefühl am Lenkrad ist ein bisschen anders. Ich habe hier ein bisschen mehr Druck, den ich ausüben muss. Also ich denke, die 700er ist da handlicher als die 900. Aber kann man ja üben, ne? Bremsen tut die aber deutlich besser. Fahrwerk ist von ihr hier, aber viel straffer. Also das merkst du sofort. Alter Schwede. Geil, ich habe krank Bock auf die Karre. Und ich glaube, viel mehr Leistung brauche ich da gar nicht. Also bin ich ganz ehrlich, Leute. So. Das. Oh. Und der Sound von der Original-Auspuffanlage ist ja auch echt nicht schlecht, ne? Also das ist ja echt, da kann man sich schon fast gar nicht beschweren. Das Ding klingt echt geil. Aber natürlich werde ich da was anderes drauf bauen, falls das Bike hier sein neues Zuhause bei mir finden wird. Aber ich muss sagen, geile Sache, wirklich. Dann gucken wir es noch einmal, also hier Probefahrt, was ich immer gern mache ist, ich würde gern einmal so ein bisschen auf eine Landstraße, wo man ein bisschen mehr ausfahren kann. Einfach so auf 70, 80 km/h einmal alle Gänge durchschalten, ob die sauber laufen. Dann versuche ich gleich mal auch den Modus zu ändern, einfach nur aus Neugier. Ich muss sagen, der Standardmodus, der ist schon echt im Vergleich jetzt zur XSR 700 nicht ohne, ja, also der geht schon gut. Nichtsdestotrotz mal gucken, was geht, wenn ich in den A-Modus schalte, weil das ist ja wohl der schärfste Gang, also der schärfste Modus. Ansonsten noch ein bisschen halt Handling checken, aber die fährt sich wirklich super, muss ich schon sagen. Genau, was ich auch gern mache bei der Probefahrt ist, ich lasse gerne das Lenkrad mal los, um zu gucken, ob der Geradeauslauf noch gut ist. Die sieht für mich so aus, als hätte sie keinen oder Unfaller gehabt. Unfall, ne? Das heißt, es sollte eigentlich alles fein sein.
Aber wir checken das trotzdem. Ein Bike, was nicht von alleine geradeaus läuft, da ist irgendwas schief. An der Gabel, an der Gabelbrücke oder halt am Rahmen, wenn es einen größeren Unfall gab oder so. Wovon ich jetzt nicht ausgehe. Ja, durchschalten lässt sich super. Mal gerade Auslauf. Ja, tipptopp. Also, da kann ich mich neu beschweren hier. Gucken, ob alles funktioniert von den Leuchten. Fernlicht funktioniert. Blinker links, rechts auch. Gut. Super, wirklich. Also, keine Ahnung, das ist, glaube ich, ein Tip-Top-Bike im nahezu Originalzustand. Wie gesagt, Änderungen, die gemacht wurden, finde ich selber sehr schön. Ja, also ist gelungen, würde ich mal behaupten. Ich würde jetzt noch ein paar andere Sachen machen in Zukunft. Aber ja, an sich wirklich, ich muss sagen, ich bin gerade sehr hyped und finde das Bike eigentlich echt sehr, sehr geil. Und dann würde ich sagen, schalten wir mal einen A-Modus. Da sind wir schon. Alter! Da hatte ich jetzt aber richtig Bock, du. Scheiße. Okay. Also das merkst du ja wirklich geisteskrank, wenn jetzt... Also ich gehe mal wieder in Standard. Also Standard viel weicher als A-Modus. Oh ja, wirklich. Da kommt viel früher viel mehr Druck. Alter. So, ich bin jetzt irgendwie hier in der City gelandet. Ich würde sagen, ich drehe mal und fahre nochmal die Serpentinen hoch, weil es echt schön war. Und dann war es das schon eigentlich mit der Probefahrt, weil so viel muss ich das nicht fahren. Das Bike ist tipptopp, fährt sich super. Meine Fresse, geht das Ding ab, Alter. Ja, also das ist ein Top-Bike, Leute. Also ich kann da echt nicht viel zu sagen. Das ist geil. Da sind wir wieder. Ich bin gerade die XSR 100 Probe gefahren, das habt ihr sicherlich gesehen. Hatte noch ein echt nettes Gespräch mit dem Besitzer und ja, wir haben uns auf einen Preis geeinigt und ich werde sie mir jetzt demnächst mitnehmen. Habe mich also jetzt schon entschieden, die SC59 wird es nicht und ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, auf einer Supersport darum zu cruisen, also das ist irgendwie nicht so mein Style. Ich bleibe der XSR treu, aber es wird halt eben die XSR 900 und nicht mehr die 700 sein.